Servus Leute, willkommen zurück zu Halo Combat Evolved Anniversary. Ja, letztes Mal hat mich die Flood getrollt. Und draußen gewittert es gerade, deswegen habe ich das Fenster zugemacht, damit eben nicht so lauter Donner hier zu hören ist. Dieser Tunnel führt zum nächsten Abschnitt der Schlucht. Dort befindet sich der letzte Generator, um den wir uns kümmern müssen. Und ich hoffe einfach mal, dass wir keinen Stromausfall bekommen, sonst ist das hier weg und das wäre auch nicht so das Wahre. Ich muss mir vor allem irgendwas gegen diesen trollenden Flat da ausdenken, nämlich mit der Bazooka, die ganze Zeit über einen Haufen ballert. Im Ernst, das mit dem Schnee sieht richtig geil aus. Hier ist die Grafik schöner. Da ist mein Ghost. Ich meine, ich könnte warten, in der Hoffnung, dass die Allianz die Flat platt macht. Dieser eine da mit der Bazooka, der Trollende. Kommt nämlich da ganz um die Ecke, um die Kurve. Nee. Nicht mich. Kümmert euch um die Flat. Dafür lasse ich euch am Leben. Ach komm schon, du scheiß Geschützturm. Lass mich in Ruhe. Ich hätte dich am Leben gelassen, aber nö. Natürlich setzt sich jetzt der Elite da rein. Doofer Sack. Das heißt, jetzt sind schon alle tot. Ich trau dem Braten nicht, ganz und gar nicht. Steht einer. Gut, dass das nicht der mit der Bazooka war, sonst wäre ich jetzt schon wieder tot. Nein, 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 nein! Wollte mich schon wieder trollen, der Typ. Nein! Du bist. Ah, er ist wieder aufgestanden. Ah, ich hab's gewusst. Ah, das ist doch wohl nicht wahr. Ich habe die Pille auf Ortem geortet. Sie ist 1200 Kilometer entfernt runtergekommen. Laut den Anzeigen sind ihre Fusionsreaktoren noch aktiv. Die Pille auf Ortem ist mit Sicherungssystemen ausgestattet, die auch ich nur mit Genehmigung des Captains umgehen kann. Wir müssen ihn finden oder seine Neuralimplantate, um die Sprengung des Kerns einzuleiten. Einer fehlt noch. Nehmen wir uns den letzten Generator vor. Am liebsten würde ich die Bazooka einfach mitnehmen und den Flat selber damit abknallen. Wenn es jetzt nicht gelingt, werde ich das auch machen. Ist doch nicht wahr, dass so ein trollender Flat mich vorführt, als ob ich ein blutiger Halo-Anfänger wäre. Das Problem ist, ich komme nicht mal einfach so an ihm vorbei. Würde ich an ihm vorbeikommen, Problem ist dann okay. Dort befindet sich der letzte Generator, um den wir uns kümmern müssen. So, tschüss. Vielleicht habe ich Glück und ich konnte den einen mit der Bazooka jetzt killen, aber das glaube ich, um ehrlich zu sein, nicht. Was, ich werde jetzt mal mit der Grafik hier spielen. Vielleicht habe ich so eine Chance gegen den Flat. Wer weiß. Ich finde den Schlag hier übrigens besser als den späteren Schlag mit dieser Waffe. Gut.
Dann Halo Kampf um die Zukunft Grafik. Du musst mir helfen, diesen Trollen in Flat auszurotten. Warte, kleinen Wichte. Oh, da ist er. Da hinten ist er. Da. Verpiss dich. Du nervst total. Da ist er. Nee, nee, nee. Die wird bestimmt wieder aufstehen. Da gehe ich jede Wette ein. Also, ja, es ist nicht der mit der Bazooka. Es ist irgendein anderer. So, war's das? Du da. Trollendes Miststück. Müssen wir dich Bazooka mitnehmen. Dann habe ich jetzt umsonst so viel Schiss bei der anderen verballert. Komm. Hier noch ein bisschen Muni. Ich habe zur Not die Waffe, die muss reichen. So, dann haue ich jetzt mal ab. In der Hoffnung, dass nicht noch einer mit einer Bazooka kommt. Moment, wenn du da lebst, dann kommt da weit davon. Ja. Da kommen noch mehr. Wo ist er? Na warte, was du kannst, kann ich schon lange. Trollendes Miststück. Nur nicht zu sicher sein, der lebt bestimmt noch. Ich sehe ihn, ich sehe ihn. Du. Penner. Lebt noch. Jetzt nicht mehr. Hehe. Seht ihr, so schnell kann es gehen. Da ist einmal ein Gegner, der mit einer übermächtigen Waffe einen wegbrezelt und das immer und immer wieder. Wo ist denn seine Bazooka? Gut, nur zwei Schuss, aber ja, besser als gar nichts. Und ich fahre zurück und hole meine Schrotflinte wieder. Wow. Das Ding schlittert herum bis zum geht nicht mehr. Natürlich, ich Depp! Ich wollte gerade sagen, natürlich kommt ihr durch, aber. Einfach durch den Rauch durchgehen. So, gute Nacht. So, jetzt fahre ich zurück und hole mir meine Schrotflinte. Wow! Ding schlittert viel mehr als im zweiten Teil. Ich muss jetzt nur meine Schrotflinte finden.
da oben irgendwo. Ist noch eine Bazooka? Okay, die ist geladen. Okay, das verstehe ich jetzt zwar nicht, aber... Da ist meine Schrotflinte. Verreckt, ihr Flat! Ich weiß, dass es nichts bringt, aber naja. Ja, ich wechsle mal den Ghost. Ja, der hat mehr Lebenskraft. Oh, der fährt sich genauso schlecht. Ich glaube, ich werde doch noch so einige Parts hier in Halo hocken. Weil dieser Flat-Troller mich so oft gekillt hat. Ich hab dich gehört. Sind die jetzt diese ganz kleinen? Immer zu Hause? Das ist irgendwie zu verdächtig. Oh ja, klar. Hättest du nicht einen Schritt nach vorne machen können? Sonst niemand mehr? Nur die beiden da? Wieso hast du mich getroffen, deine Animation? Egal. So waren die Spiele damals eben. Wahrscheinlich haben sie das eben beibehalten. So, ja, dann bekommt der Spieler Retro-Feeling, weil ist ja auch Retro-Grafik, wie man hier sieht. Nein, nicht schon wieder. Gut, ich glaube, der mit der Bazooka ist tot. Verpisst euch. Ihr wollt trollen, das kann ich auch. Niemand mehr da? An der Drada ist hier noch irgendwo was. Sturmgewehr, danke ich. Da unten. So, jetzt habe ich keine Bazooka mehr. Haben der Bazooka hingeschmissen, der eine? Da war eher das. Nee. Da habe ich die Bazooka in den Abgrund geschleudert. Das ist ja doof. Hätte ich gebrauchen können. Wie der Controller klackert ohne Ende. Jetzt habe ich die beiden Waffen. Jetzt ist er nicht so das Wahre im Kampf gegen die Flat. Egal, ich kann mit jeder Waffe umgehen. Nur nicht im ersten Teil. Im dritten Teil kommen dann natürlich auch wieder ein, zwei Waffen hinzu, die auch ziemlich geil sind. Da gibt es zum Beispiel eine Mischung zwischen Pistole und Schrotflinte, die auch mega geil ist. Mit dem man auch mit je einer Waffe in der Hand rumrennen kann. Wie geil, aber das werde ich dann euch schon zeigen. In Halo 4 gibt es auch eine geile Waffe, irgendwie so ein quasi der große Bruder des Maschinengewehrs. Letzte Runde. Wieder mit der schönen Musik. In Halo 4 gibt es auch, nicht in Halo 4, in Halo 3 gibt es auch neue Granaten. Ja gut, in Halo 4 zwar auch, aber oh, kämpft ihr mal. Und deswegen werde ich die Musik genießen. Oh.
Hau ab! Lass mich in Ruhe! Mir fällt gerade was auf, das ist die alte Version der Musik. Ich mag gerade, glaube ich, die neue Version. Aber es gibt ein Remaster von der Musik und einmal das Original. Und hier höre ich, glaube ich, gerade das Original. Die Musik ändert sich nicht, wenn ich die Grafik ändere. Aber die Musik ist trotzdem schön. Ich habe schon wieder das Explodieren gehört. Und ich sehe da schon wieder, irgendjemand ballert schon wieder mit einer Bazooka um sich. Ja, wie geil. Jetzt sollte ich den Ghost am Leben lassen. Es sind sogar zwei Bazooka-Heinis. Ja, jetzt haben sie den Banshee gekillt. Jetzt ist die Musik auch weg. Ich glaube, mit denen will ich nicht. Ah, jetzt ist die Musik wieder da. Was mache ich jetzt am besten? Wenn ich da einen Nahkampf gehe, bin ich garantiert tot. Vielleicht hier mich drüber schlängeln und mich vorbeischleichen an dem. Ich muss da oben hin. Das war es damals original. Die Musik ist so gut. Ich habe auch die remasterte Version von den Halo 2 Soundtracks gehört. Die gefallen mir tatsächlich nicht ganz so gut. Also doch, sie gefallen mir schon, aber nicht so gut wie das Original. Oh Gott, nur weil ich hier einen Kumpel gekillt habe, kommen die jetzt alle. Wenn der mit der Bazooka jetzt auch dabei ist, habe ich ein Problem. Toll, der haut mir eine Bazooka an den Kopf. Was ist sie denn? Die Bazooka ist weg. Was? Ich wollte sie gerade aufnehmen. Ach, ihr Entwickler hier, ihr habt so gelacht, als ihr die Stelle hier konzipiert habt, nicht wahr? Niemand mehr da? Das war ja einfacher als gedacht, dafür, dass hier zwei Bazooka-Typen auf mich zukamen. So ein bisschen Zeug einsackeln. Die haben meinen Weißen gekillt. Ein Ghost. Danke. Und der ist sogar noch frisch im Vergleich zum anderen. Ja, der andere liegt auf dem Kopf, also ist er wahrscheinlich durch die Gegend geschleudert worden. Allianzler. Kümmert euch um die Flat und nicht um mich. So, ich fahre mal ein bisschen zurück. Auf eine sehr stylische Art und Weise. Die bekämpfen sich jetzt mit der Flat. Ich könnte eventuell an ihnen vorbeischleichen, aber ich weiß nicht, ob das geht. Und die greifen den an, der ihnen am nächsten ist. Oh, da liegt echt viel Bazooka-Zeug. Ja, bekriegt ihr euch mal. Ganz im Ernst, ich habe keinerlei Probleme damit. Oh, Scharfschützengewehr. Bazooka gibt es ja wesentlich mehr. Ich kann jetzt nicht nachladen, ich muss dich killen. Scharfschützengewehr will ich schön mitnehmen.
Stirb selber! Auch wenn ich eher ein Feind der Flatterxie von der Allianz bin, aber... Ich kann sagen, da ist doch noch irgendeiner. Bam! So viel Bazooka-Munition, will ich die wirklich hier lassen? Ich will es nicht, aber ich muss. Jetzt würde ich mit Bazooka und Scharfschützengewehr rumrennen, aber ohne Sturmgewehr durch die Gegend zu latschen, wenn ihr Dutzend Feinde sind, ist glaube ich auch nicht so klug. Oh Gott! Ich wollte eher abbremsen, aber es ging nicht. Kann ich dich in den Haufen fahren? Kann ich? Du dreckiger! Warum habt ihr alle Bazookas? Warum? Na warte. Das hast du nicht umsonst getan, mein Freund. So kann ich natürlich leicht Kills in Halo erzielen. Vor allem, wenn man Multiplayer spielt oder so. Einfach mit der Bazooka angreifen und alles in die Luft jagen. Das sind ziemlich feige Kills, die man sich holt. Vor allem in der Halo-Community. Leider muss man sagen, dass die Halo-Community zu einer der toxischsten Communities überhaupt zählt. Ich glaube, die toxischste von allen ist erstes Spiel League of Legends. Und wenn man das blind mit, also wenn man das zum ersten Mal spielt, gemeinsam mit Leuten, die es gut können, dann ist man, wird man sofort gehatet von allen, warum man nicht das und das mag. Und ja, die ganze Zeit Backseat-Gaming-Zeug. So, hier dahin. Lust auf schwere Geschütze, die könnt ihr haben. Diesmal wechsle ich, diesmal bin ich nicht so doof. Leg dich hin, verdammt! Ja klar, dass ich die mit der Bazooka nicht killen kann. Also... Oh! Nerv nicht rum, Kleiner. Also werde ich sie mit dem Scharfschützengewehr ausschalten. Ist die Bazooka in der Hand, hau ab. Leider haben Flat nicht wirklich einen Kopf. Die halten gut was aus. Warum fällt der nicht um, hä? Was zum Henker? Was sollte das? Ganz im Ernst. Der hätte schon lange tot umfallen sollen. Ist das ein Bug oder so? Also die hätten beide längst tot sein sollen. So, die haben beide Bazookas ja dann. Ich verstehe nicht, warum das Scharfschützengewehr hier gegen die Flak nichts ausrichten kann. War das damals in Halo 1 wirklich so? Das ist ja bescheuert. Naja, ich will nichts sagen. Es ist der erste Teil der Reihe. Da darf man auch was verkacken. Wobei ich das Spiel jetzt nicht schlecht finde. Aber trotzdem, was ist das für eine lächerliche Aktion, dass ich den mit Scharfschützenmunition durchbohre? Der einfach... Hoch!
da kommt man hoch mit dem Ghost. Ja. Gecheatet, oh nein. Ich hoffe, es geht sich aus. Dass ich mich vorbeischleiche. Ja, toll. Natürlich wieder einen Besucher. Oh Gott. Komme ich gar nicht weiter. Toll, ich habe jetzt eine denkbar schlechte Position. Was ist gefährlicher? Rafe oder Azuka Flat? Wenn ich mir das gerade so angucke, der Rafe. Vor allem, weil der auf mich auch ballert. Das heißt, es sind mehrere Raves. Hab ich getroffen? Nee. Ja, mit der Bazooka irgendwas zu treffen, das kann ich vergessen. Wenn ich da nicht rein muss, wo muss ich denn sonst hin? Hinten zum Glück eine einigermaßen gute Position. Trotzdem, mein Ghost ist jetzt leider irgendwo. Der versteckt sich auch hinterm Felsen. Warum habe ich das getan? Hier komme ich nie mehr wieder raus. Geht die Flat noch? Ja, einer. Lass mich in Ruhe, ich will dir helfen. Na gut, das müsste jetzt sein. Ah, du bist hier aufgestanden. Oh. Vielleicht habe ich Glück und der eine ist kaputt. Der ist hinüber. Nerv nicht rum, Kleiner. Bin gerade schwer beschäftigt, wie du vielleicht merkst. Banshees. Ich glaube, ich mache das Geschütz platt. Wie komme ich an den Rafe? Sag mal! Nerv nicht rum! Bitte habt ihr irgendwo eine geile Waffe, eine Bazooka oder so. Da. Oh nein, ich sehe, da kommt ein Weiß auf mich zu. Bitte kein Schwert ein. Toll, jetzt habe ich eine noch schlechtere Position. Das dachte ich, ich hätte schon die schlechteste Position, aber nö. Ich kann jetzt schlechten Schnitt machen. Rafe nervt so sehr, das glaubt ihr gar nicht. Toll, jetzt kommen die alle. Das sind unsichtbare auch noch. Verpiss dich. Lass mich in Ruhe. Gibt's doch nicht. Die ganze Zeit müsste sie nerven.
Und was mache ich jetzt? Wenn ich den Wraith wenigstens stoppen könnte mit der Waffe, aber... Das geht hier, glaube ich, noch gar nicht. Warum habe ich mich hierhin verzogen? Ich könnte mich ohrfeigen gerade. Ich will hier aus diesem Schlamassel raus. Vorher beende ich die Part nicht. So, entweder ich sterbe oder ich komme hier weg. Ein harter Kampf gerade. Ich gegen die. Oh. Ich sollte wirklich aufpassen. Ah, scheiße. Keine mehr, oder? Nee. Toll. Auf eine andere Position. Andererseits, was soll mir hier eine andere Position bringen? Jäger sind auch da, ja. Halleluja. Oh Gott. Ein Schrotthaufen verteidigt mich. Könnte ich mir ein Banshee einfach klauen? Wäre ich schon lange weg. Hau ab, ich habe gerade so andere Sorgen. Ja, kurz oder lang werde ich die Situation hier nicht überleben. Ja. Aber was für ein zäher Kampf. Ihr kriegt mich niemals lebend. Oh, da ist ein Jäger. Okay, das kann ich vergessen. Oh nein, die Batterie von dem Ding wird schwach. Da ist schwach. Ja, geil. Ein Jäger. Moment, da liegt Nadelwerfer. Vielleicht kann ich den nutzen, um den Jäger auszulöschen. Lebst du noch? Ja, du lebst immer noch. Ja, ich überziehe wieder, aber ich habe gar keine andere Wahl. Der Jäger lebt immer noch. Ich fasse es nicht. Ein paar Nadeln. Verreck, Jäger! Gut.
Den Geschützturm. Ich glaube, die wissen, wo ich bin. Das ist fatal. Ja geil, da vorne ist ein Elite. Wie soll ich so an den Bench hier ankommen? Oh. Egal, weg hier. Oh mein Gott. Ich hätte nicht gedacht, dass ich jetzt noch einigermaßen sicher den Banshee bekomme. Was für ein hart umkämpfter Fight Guard. Tschüss, kriegt mich nicht mehr. Oh mein Gott, war das ein Abkrampf? Ah, der nächste Abkrampf kommt auch gleich. So viele komische Viecher verfolgt mich nicht. Euch knöpfe ich mir später vor, weil der Part geht jetzt echt schon lang genug. Ja super. Es ging gerade nicht anders. Ich fliege hier erstmal in Sicherheit, damit mir ja nichts passiert. Mit Banshee kann man auch super Tricks machen, allerdings geht das auch erst im zweiten Teil. So. Ja, das war Halo Combat Evolved Anniversary. Zwar etwas länger, aber ging nicht anders. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Zippech.